Heute findet das große Flunkyball-Turnier auf dem Kosmonaut-Festival statt. Und gerade lief das Eröffnungsspiel von Kraftklub gegen Festivalbesucher. Das haben wir uns natürlich für euch angeschaut. Und was da so passiert ist, das seht ihr jetzt. Noch je tiefer die Nacht, desto besser die Idee. Ich bin ein Genie. Die Nacht ist vorbei, ich bin wieder Kernkopf. Das, was bleibt, sind die Nachrichten auf deiner Mailbox. Auf denen ich dir paar Minuten bisschen was erzähl. Alles klar. Gestern Nacht war es eine spitze Idee. Und dabei rede ich nie von dir, zumindest meistens. Auch wenn meine Freunde das bestreiten. Es ist Samstag, wir ziehen durch die Kneipen. Und ich ruf dich auf keinen Fall an. Doch vielleicht sollte ich dir mal schreiben. Denn je tiefer die Nacht, desto besser die Idee. Yo, Kosmonaut Festival. Yeah. Check, check. Flunkyball, Freundschaftsspielgewinner, Kraftklub. Das, der Witz ist, ich war zufällig dabei, weil ich saß hier außen und eine Freundin von mir hat mit ihrem Team dieses Ausschreiben gewonnen. Und wir haben vorher auf Facebook geschrieben und sie meinte, ja, wir spielen gegen Kraftklub. Und da kommen sie auch schon, meine wundervollen Mädels und Jungs. Wir gönnen sie natürlich. War ein gutes Match. Dabei sein ist alles. Ja, wir Mädchen haben besser geworfen als die Jungs, also ja. Das ist alles gut. Dabei ist dabei, ne? Also, genau. Ja. Quote ist erfüllt. Ja, ja. Wir sagen okay aus. Danke. Genau. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ja. Und wie seid ihr dazu gekommen, jetzt das Eröffnungsspiel zu machen? Habt ihr letztes Jahr hier schon teilgenommen? Nee, ich habe einen ziemlich dicken Eiertext geschrieben. Bei Facebook. Und anscheinend hat es gewirkt, ich weiß es nicht. Genau. Ja, gut. Dankeschön. Ja, gerne. Ihr habt zu danken. Kraftklub behaupten von sich, sie seien die besten Flunkyball-Spieler der Welt. Ob das stimmt, sei dahingestellt, aber sie haben ihrem Ruf alle Ehre gemacht und gerade gegen die Gruppe der Festivalgänger gewonnen.